Zwei ganz einfache Dehnübungen gegen Rückenschmerz. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe der Rückenbasics in der Gesundheitswelt in Vilmar. Heute soll es um zwei ganz einfache Dehnübungen gehen. Einmal für den Hüftbeuger und einmal für die Hamstrings, also für die rückseitige Muskulatur des Oberschenkels. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Muskelgruppen, die auch direkten Einfluss haben auf die Beckenposition, direkten Einfluss haben auch auf die Wirbelsäulenposition. Deswegen steigen wir im Grunde gleich mit ein und legen los mit einer ganz wichtigen Dehnung des Hüftbeugers. Startposition bei der Dehnung des Hüftbeugers ist im Grunde ein Bein nach vorne aufgestellt, das andere Bein kommt nach hinten auf irgendeine Art von Erhöhung drauf. Dann kommen wir mit dem anderen Fuß nach vorne und richten uns direkt einmal auf. Das Gute an der Übung ist, ihr könnt die Übung gerne direkt zu Hause mitmachen. Das bedeutet, ihr könnt gerne ein Kissen nehmen, euer Bein hinten auf die Couch oder euren Fuß hinten auf die Couch drauf machen und könnt im Grunde direkt jetzt auch mitmachen. Wichtig ist hierbei, ich habe hier so ein blaues Kissen, ich weiß nicht genau, ob man das sieht, da liegt mein Knie drauf. Wenn natürlich das Knie jetzt auf dem Teppichboden aufliegt oder irgendwo auf einem harten Laminat, dann würde das Ganze wehtun. Deswegen sucht euch irgendein Handtuch, ein dickes Handtuch, ein Polster oder irgendeine Art von Kissen, was ihr unter das Knie drunter macht, was jetzt so, sage ich mal, diesen mechanischen Druck auf das Kniegelenk so ein bisschen abfedert. Und dann gehen wir in diese Position. Wichtig ist Folgendes. Je weiter das Knie hier nach hinten geht, also je näher das Knie hinten an das Polster geht, desto intensiver wird die Dehnung. Das heißt, für den Anfang, wenn ihr beginnt, könnt ihr ein bisschen weiter vorne starten. Ja, dann ist der ganze Winkel hier auch im Kniegelenk nicht ganz so groß. Wir haben einen riesengroßen Vorteil bei dieser Dehnung, dass wir gleichzeitig auch nicht nur den Hüftbeuger mitdehnen, sondern sogar noch Anteile vom Quadrizeps mit dabei haben, der ebenfalls auch in der Hüfte mitbeugt. Ja, also in meinem Fall gehe ich hier schön weit nach hinten, positioniere mein Kniegelenk in einer guten Position. Und richte mich dann schön auf. Wichtig dabei ist im Grunde, dass wir jetzt versuchen, uns aufzurichten. Also der Oberschenkelwinkel in Relation zum Oberkörper sollte schön offen sein. Wichtig ist im Grunde, diese Position wollen wir jetzt mindestens eine Minute halten, sogar 90 Sekunden. Wir versuchen immer wieder, wenn wir merken, es kommt ein bisschen Beweglichkeit nach, versuchen wir im Grunde immer wieder ein bisschen nachzuschieben und versuchen hier quasi noch ein bisschen mit der Hüfte nach vorne zu schieben. Wichtig ist natürlich auch, dass wir jetzt hier, wenn es geht, natürlich auch nur vom Oberkörper auch die Arme mit nach oben nehmen, im Grunde vor allem den rechten Arm mit nach oben nehmen und uns aufrichten und im Grunde versuchen, weiter diese Aufrichtung, diese Öffnung der Hüfte hier oder das Öffnen der Hüfte hier zu unterstützen, indem wir hier nach oben gehen. Ja? Und diese Position halten wir einfach nur. Bei den meisten Schreibtischtätern, die in irgendeiner Art und Weise wenig Bewegung haben oder viel sitzen und häufig sehr lange Zeit verbringen in einer gebeugten Hüfte, macht diese Übung besonders viel Sinn, weil sie im Grunde genau gegen diese gebeugte Hüfte im Grunde, weil es dagegen arbeitet. Diese Position jetzt, wie gesagt, halten, halten, halten. Ich nutze eine Methode, die nennt sich Contract, Hold, Relax. Das bedeutet, dass ich teilweise, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt schon relativ weit vorne, ich möchte aber sogar noch ein kleines bisschen mehr nach vorne, dann drücke ich den Fuß nach unten gegen das Polster, aktiviere meine Oberschenkelmuskulatur, drücke ganz, ganz fest nach hinten gegen das Polster, bei euch in diesem Fall unten gegen die Couch, drücke. Spann an, atme tief ein, löse den Druck vom Polster und mit dem Ausatmen, mit dem Lösen schiebe ich sogar noch ein kleines bisschen weiter nach vorne.
Ja? Wir möchten hier eine Öffnung der Hüfte erreichen. Nehmen den Arm noch gerne mit dazu. Ich bin in der Hüfte sehr beweglich, deswegen bin ich hier im Grunde sehr, sehr weit offen. Und diese Position wäre erstrebenswert auch zu erreichen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr nach der Dehnung da rauskommt und auf einmal das Gefühl habt, ihr seid 80 Jahre alt. Wenn wir das Ganze hier gedehnt haben, dann tun wir uns auch wirklich sehr, sehr schwer, auch wieder aus der Position wieder rauszukommen. Ich empfehle bei dieser Übung, das Ganze zweimal pro Seite durchzuführen. Wie ich gesagt habe, ungefähr 90 Sekunden lang halten. Gerne am Anfang 2 bis 3 Mal pro Woche. Bitte macht das jetzt nicht so, dass ihr jetzt jeden Tag 3 Wochen lang irgendwie das sofort macht. Ja, wir wollen auch nicht übertreiben, wir wollen auch die Strukturen jetzt nicht irgendwie überreizen oder überfordern, dass jetzt auf einmal zu viel Bewegung verlangt wird. Ja, aber so 2 bis 3 Mal pro Woche, pro Seite 2 Mal ungefähr 90 Sekunden lang halten. So, die nächste Geschichte, die ich euch zeigen möchte, ist eine Dehnung der Hamstrings oder auch der sogenannten ischokoralen Muskulatur. Auch diese Muskulatur neigt dazu, sehr, sehr stark anzuspannen oder auch, nicht anzuspannen, aber zumindest einen sehr, sehr hohen Muskeltonus zu erreichen. Gerade bei all den Leuten, die Probleme haben, sich nach vorne zu neigen und irgendwie gefühlt beim nach vorne neigen, sich irgendwie die Kniescheiben kratzen können, die sollten diese Übung machen und dafür sorgen, dass sie in der ischokoralen Muskulatur sehr, sehr beweglich sind. Ausgangsposition in dieser Übung ist, die Rückenlage. Das bedeutet, wir legen uns einmal hin. Wichtig ist, das eine Bein, was nicht beübt wird, sollte ausgestreckt, angespannt auf dem Boden liegen bleiben. Das bedeutet, das Bein, was ich hier hinten habe, das Bein sollte ausgestreckt nach vorne sein und ich sollte den Oberschenkel und die Gesäßmuskulatur hier angespannt haben. Ja, also das heißt, das Bein, was unten ist, ist angespannt und ich merke, wie meine Po-Muckis richtig fest sind und nach unten gegen den Boden drücken. Das andere Bein wird nach oben ausgestreckt. Es kann auch, sage ich mal, ganz leicht gebeugt sein. Also es muss nicht komplett durchgestreckt sein, sondern es kann leicht gebeugt sein. Und das erste, was wir machen, ist im Grunde, wir schnappen uns das Bein und wir bringen es nach hinten. Ja, wir halten das in dieser Position. Ihr könnt da zugreifen, wo es für euch angenehm ist. Ja, ihr könnt entweder unten am Oberschenkel, auf der Oberschenkelrückseite zugreifen. Ihr könnt aber auch hier oben zugreifen. Das werde ich gleich machen, um eine gute Beweglichkeit in der Hüfte zu erreichen. Wir halten diese Position und dann kommt wieder diese Contract, Hold, Relax Methode zum Einsatz. Das bedeutet, wir spannen gegen unseren Armzug nach vorne hin an. Das heißt, ich drücke mein Bein gegen mein haltende Arme, drücke ich das quasi nach da unten, drücke fest, halte, atme tief ein, löse das Ganze und ziehe das Bein weiter nach hinten. Versuche in dieser Position jetzt wieder zu bleiben, das Bein hier zu halten. Und noch einmal. Ich drücke wieder das Bein nach hinten, ich drücke die Ferse nach hinten gegen den Boden, meine Arme halten das. Ich zittere auch natürlich in den Beinen, weil ich so viel Spannung aufbaue. Halten, tief einatmen. Ausatmen und dann holen wir uns das Bein so weit wie möglich nach hinten und halten das in dieser Position. Halten, lassen dann wieder nach ungefähr 60 bis 90, lassen dann natürlich wieder bis nach 60 bis 90 Sekunden das Ganze los und kommen in eine Position, die für uns bequem ist. Wichtig bei dieser Dehnung ist, ihr solltet, wenn ihr noch nicht einmal imstande seid, euer Bein im Liegen zu greifen und zu euch zu ziehen, dann solltet ihr natürlich dann schauen, dass ihr euch vielleicht irgendeine Art von Hilfe holt. Vielleicht ein Handtuch, was ihr in dieser Position um den Oberschenkel macht, was ihr dann nach hinten zieht. Oder was vielleicht irgendein kleines Seil. Oder auch, vielleicht könnt ihr einfach nur an der eurer Hose greifen und an der Hose nach hinten ziehen. Ich sehe sehr, sehr viele Menschen,
Vor allem Männer, die nicht imstande sind, das Bein auch nur annähernd in diese Position zu bringen. Auch nicht nur annähernd 90 Grad zu erreichen. Und das ist nicht gut. Ja, ähnlich wie beim Hüftbeuger, wo die Menschen nicht mal imstande sind, sich komplett aufzurichten, die im Grunde in der Hüfte gebeugt sind. Auch hier wäre es das Ziel, zweimal pro Seite das Ganze zu wiederholen, ungefähr 60 bis 90 Sekunden zu halten, dann diese Contract, Hold, Relax Methode anzuwenden, dass wir sagen, wir spannen an, halten dagegen, wir drücken, wir halten mit dem Körper dagegen, versuchen Spannung aufzubauen, die Muskulatur anzuspannen und dann mit einem tiefen Ein- und Aus- bzw. Einatmen und mit tiefem Ausatmen die Spannung, diesen Druck zu lösen und dann noch weiter nach hinten zu ziehen, das Bein. Oder bei der Hüftdehnung halt entsprechend dann mit dem Ausatmen die Hüfte sogar noch einen Schritt weiter nach vorne zu bringen. Das sind zwei Übungen, zwei Dehnübungen, die ich im Grunde für all meine Trainierenden, für Patienten oder wie auch immer, Leute, die trainieren möchten, die sagen, die Probleme haben mit dem Rücken oder mit Rückenschmerzen. Das sind zwei Sachen, an denen ich arbeite, an denen ich, wo ich sage, diese beiden Sachen müssen wir zuerst aufarbeiten, um entsprechend zu sagen zu können, okay, woran kann es denn liegen? Feste Hüfte, fester Hüftbeuger kann ein Problem machen. Sehr, sehr viel Spannung auf den Hamstrings, auf der Oberschenkelrückseite. Auch das kann zu Rückenschmerzen führen. Hat euch mein allererstes praktisches Video gefallen, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Hinterlasst mir auch gerne in den Kommentaren vielleicht einen Hinweis, worüber ich vielleicht noch reden sollte. Und vor allem lasst mir auch gerne ein Abo auf meiner Gesundheitswelt-Filmer-Seite.